Ich bin Cora und studiere Bildung und Erziehung in der Kindheit. In unserem Studiengang sind teilweise Vorlesungen, ganz klassisch, wie man sich das an einer Hochschule vorstellt. Aber überwiegend wird hier interaktiv in Kleingruppen, in Seminaren gearbeitet. Obwohl es zum Beispiel keine Voraussetzung ist, eine Ausbildung vorher gemacht zu haben, ist es ein guter Anknüpfungspunkt. Es ist auffällig für den pädagogischen Beruf, dass auch in meinem Studiengang relativ wenig Männer vorhanden sind und ich würde mir wünschen, dass mehr den Mut haben, sich diesem Zweig zu öffnen. Nachdem man das im Studium der Kindheitspädagogik abgeschlossen hat, kann man nicht nur in Kitas oder Grundschulen arbeiten. Es bietet ein vielfältiges Arbeitsfeld, zum Beispiel in Beratungszentren oder sogar in der Wissenschaft, Leitungspositionen. Es gibt also ein vielfältiges Angebot. Der Bereich der kindlichen Bildung und Erziehung hat auch einfach in der Gesellschaft an großer Bedeutung gewonnen, weil das die Voraussetzung für das ganze weitere, spätere Leben schafft. Mein Ziel ist es, nach dem Studium einen eigenen Kindergarten zu führen, gerne auch selbst zu bauen und das Konzept zu schreiben. Und dafür ist das Studium einfach die perfekte Grundlage.